So, heute starte ich die Aufnahme schon ein bisschen früher, sodass ich auch einfach anfangen kann zu reden, schon ein bisschen. Eine kleine Einleitung sozusagen. Ja, heute ist das Special Event gewesen. Nicht Special Event, sondern Special Broadcast, Livestream Event, wie auch immer, von Genshin Impact. Obwohl es noch fast 2 Wochen dauert. Erstmal Blessing, ja, kann man mitnehmen. Wo es noch fast 2 Wochen dauert, bis. Dings. Bis die neue Version kommt. Genau, warte. Ich kann ja auch einfach hier nachschauen, ne? 10 Tage, es ist dann in 11 Tagen, ist ja, was weiß ich, was welcher Tag. Auf jeden Fall am Mittwoch ist ja immer die neue Version erst. Genau, deshalb. Eigentlich sind es noch fast 2 Wochen, aber trotzdem war halt schon das Broadcast-Event und weil ich halt wie immer freitags Nachmittagsschule habe, konnte ich da nicht dabei sein. Dafür werde ich es mir jetzt aber halt einfach im Nachhinein einmal anschauen, weil ich will natürlich immer noch wissen, was kommt. Also, genau. Ist es heute mal so der Fall. It has been mal. Heilige Scheiße, ist laut. Wir wissen ja, dass Alekino neuer Charakter ist, keine anderen Charakter kommen, nur Alekino ist neu, während 4.6. Und genau. Since the fall of Remuria. And its history has long faded into the myth. Und ich würde halt natürlich das jetzt anschauen, wie gesagt, weil ich wissen will, was hier alles abgeht. Irgendwas ist hier, is it worth pulling? Ha. Ich sehe jetzt schon einen kleinen Spoiler oder einen großen. Auf den Bannern sind tatsächlich diese 5 Stars und keine Farina. Das ist natürlich interessant, dass sie nicht 4.6 gererunnt ist. Weil 3.6 wurde Nahida gererunnt, 2.6 wurde Raiden gererunnt und ich glaube 1.6 kam Zhongli oder sowas nochmal oder Venti. Legends tell of how before the birth Oh, das Internet will nicht. of the court of Fontaine, there was an empire known as Remuria. Remuria. Kennt man das? Believed their king Remus would bring eternal prosperity to the islands of the high sea. However, Ah, Moment. the god came. Moment, ich glaube, es gibt gerade irgendwie so. Hä? Hä? Wenn ich meinen Finger hier in eine Verbindung reinpacke, gibt's ein Hintergrundgeräusch. Okay. Never mind dann. Seers prophesied discord. The greatest empire will face the most utter destruction. And this is Fortuna. Thus did the God King derive the primordial plan from the cycle of the 7 days and winds blowing over sea and land, and composed a split. Ich glaube, das ist dieser Intro. Das ist, glaube ich, das hier. Es ist das hier. Ja, ist es. Dieses Video hier. Das sind die ersten 5 Minuten, also das Intro. Symphony based upon it. He believed that the polities could escape fate's judgment. Sieht aus wie eine neue Region, aber vier, es müsste auch die neue Region kommen. Auch diese Version, also just saying. Mein Lieblingsstreamer ist wieder live. Let's go. Yo, Maxi, was geht? Willkommen im Stream. Ich gehe erst gleich in den Call. Ich mache noch erst diesen Stream hier. In eternal paradise, Ich glaube sogar, ich mache erstmal doppelte Geschwindigkeit, damit es nicht so lange dauert. With his perfect symphony. But today, welcome to the Genshin Impact Version 4.6 Special Program. Oh, never mind. Ich dachte, das war ja erstmal das hier, aber okay, dann halt nicht. Let's take a look at the trailer. Warte, ist das actually Alekinos Stimme? Hold up. Warum ist mein Internet so kacke gerade? Das kann doch nicht sein. Moment. Eternal paradise. If a real family. Ah, fuck you. On occasion. Welcome to the Genshin Impact Version 4. If they harmonized with his perfect Scheint so. Ah, symphony. ist interessant. But today. Welcome to the Genshin Impact Version 4.6 Special Program! Ja, das ist Alekinos Voice Actor. Let's take a look at the trailer! On occasion, Jetzt we kommt hold der Trailer. barbecue dinners at the house. They hunt for food, compete with each other, even cooperate. They enjoy participating in activities like that, and the feeling is mutual. After all, it's always possible certain familiar faces will be missing from the crowd the next time a similar event rolls around. Something has come up, and since it pertains to Cyrus and Sino, I deem it essential to inform you all. It was a great plan, shrouded in secrecy. We all gathered around and celebrated the revival of our lord. That's how I gained my power. The old man from putting the pressure on me, he sent someone to tell me I'm needed for some sort of project. Project Stuja? Participating in the plan. Das sind neue Gegner, wie es scheint. Ist das ein Boss? Das sah aus wie ein Boss. Gerade, also der da auf dem Pferd geritten ist. Ich glaube, das kann ich auf normaler Geschwindigkeit schauen.
how I gained my power. Das sieht aus wie ein Boss, ja. The old man's been putting the pressure on me. He sent someone to tell me I'm needed for. Das ist dann wahrscheinlich der Boss, den alle Kino braucht. Der sieht auch schon aus wie Pyro. Some sort of project. Project Stuja? Participating ja, safe, in the plan. Safe. Safe, der Boss von alle Kino. I did not anticipate we would meet again after presenting you with the Gnosis. If you accept my proposal, monsieur. Ey, die neue Region sieht aber übelst geil aus. Unless absolutely necessary, I will no. Das ist welche Quest, aber Archon Quest oder Alekino Quest? Story Quest. Carry out any special missions within fun. Warum laggt so? Oh mein Gott. No longer carry out any special missions within also, Alekino Dire Bale Moon. Ah, stimmt, es kam auch diese Version ja im Buch raus, die halt eben die zwei Dynastien von Genshin Impact beschrieben haben, die Mond und die Bale Moon, die Red Moon und keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr was. Auf jeden Fall, es gab zwei unterschiedliche Dynastien und eine war davon halt auf jeden Fall die der Blutmond oder sowas oder der Rote Mond Dynastie. Und da gab es noch eine andere, ich habe vergessen, welche das war. Und ich glaube, sie hat hier auch irgendwie Bale Moon, irgendwas hat es damit zu tun, glaube ich. Also wie gesagt, das Buch hat dann halt so ein bisschen Dynastien, meine ich, von Khandria-Dynastien. Khandria hat ja zwei Dynastien, dazu gab es dann halt ein Buch, das dann rauskam während in 4.5, also natürlich In-Game-Buch, eins, das du halt natürlich im Game kaufen konntest, wo ein bisschen über die Dynastien erklärt wurde. Okay, okay. Die sieht aus wie eine Hu Tao mit erstmal krasseren Skills, holy, hold up a sec. Normal Attacks sehen aus wie Hu Tao mit bloß krasseren, mit krasseren Bewegungen, so ein bisschen mehr Rollen, Flips, was auch immer. Und sie hat eine dunklere rote Farbe. Und ist Paul auch Polarm. Sie ist einfach Hooter. Aber sie sieht krass aus. Transfixed. Holy shit, was ist das? Oh, holy. Ja, das sieht geil aus. Everlasting at the moon. Ja, also ihre Animationen sind halt geil und die Farbe ist halt ein bisschen dunkler als das typische rot-orangene Farbspektrum, das du halt meistens bei den Pyro-Charakteren hast. Das sieht schon geil aus auf jeden Fall. Das ist so ein Blutrot. So ein dunkleres Rot als tatsächlich die typischen Pyro-Charakter. An order once given cannot be rescinded. Mann, Alter, das kann nicht sein. Hold up. Wer war das? Das war ein Charakter. Playable Character Save. Und das kann nicht sein. Ich muss mal kurz irgendwie nachschauen, was mit meinem Internet los ist. Ob ich irgendwas schließen will. Ey, ich hab keine Ahnung. Bald nicht, egal. Father has been trying to find. I really didn't mean to drag anyone else into this. If Father finds out about this, everyone involved is going to be punished. A traitor. Oh, mit Sein, okay, das heißt. Ja, okay, es ist wahrscheinlich die Ditto-Region, also. Ne, das sieht ja ein bisschen aus wie ein Ditto. Leute, also. Deutsche haben es jetzt nicht wirklich die Ditto-Region getauft, aber sie haben da so Ditto reingemacht und haben gesagt, now you know. Ich glaube, das ist dann die neue Region. Das ist aber riesig, wenn das tatsächlich alles dazu kommt. Das wäre riesig. Da müsste hier mindestens noch so viel Wüste sein, damit das überhaupt noch Sinn macht. Sonst ist ja viel zu viel, das geaddet wird. Genau, ansonsten. Ja, es ist zwischen Sumeru, Liyue und Fontaine, aber vor allem Fontaine und Sumeru. Also es macht Sinn. Es macht Sinn. Dass Sino. Hier auch noch Sumeru dabei ist mit Sino. Ah, Sino kriegt ja seine zweite Storyquest auch noch. Das heißt, es macht Sinn hier. Chosen. But he was not the only one. You'd like me to return my power? I'm really looking Welche forward Kräfte? To this rite of duels. Bro ist nicht so stark. Wer ist das? Den hat man vorhin gesehen. The wisdom of Hermanubis would have been ours. I want you to become the next king of the house. Holy. Holy, was sind das denn für Flügel, hallo?
Nein, Fremenay muss nicht in der Quest sein, ich sag's wie es ist. Aber hey, hold up. Fremenay kämpft gegen Alekhino, was ist das denn? Ich dachte am Anfang eigentlich ist Alekhino nicht gut, aber warum kämpft jetzt hier auf Alekhino? Was hat Lynette für ein random Schwert? Das ist, glaube ich, die Craftable aus Fontaine. Your words paint an optimistic picture indeed. Allow me to remind you, Helen. Ja, sie ist eindeutig der zweite Weekly Boss von Fontaine. Ich meine, jetzt muss ja sowieso auch, ich glaube auch während 3.6 kam ja auch der APEP Boss raus. Also das, sie muss der Weekly Boss sein. I'll make sure it's drained of all impurities and returned to its clean. Good things come to children. Ja, das ist auf Digga, natürlich ist es der Boss, was dabei ich. So I do hope you decide to tag along. Niemals wird's jetzt playable Character so aussehen. No way. There are many dangers ahead, and I for one don't intend to back down. I don't want to disobey an order from father. So why? Why have you backed us into a corner? No demonstration of loyalty shall go unrewarded. Warte, war das war aber nicht Lynette, die gesagt hat, why have you backed us into a corner? Wer hat das gesagt? Das klingt auch nicht nach Navia. Hä, wer war das? And no sacrifice shall be in vain. Holy, wenn das der Bossfight ist, das sieht sehr interessant aus. Sieht eigentlich aus wie ein cooler Bossfight, auf den ich Bock hätte. Ah, hold up. Was habe ich jetzt gemacht? Nein! Ja, wir waren hier. Hello everyone. I'm Sarah Miller Cruz, the voice of the female traveler Lumi. So, das ist nicht interessant, das kann man ein bisschen. Welcome to the Genshin Impact Version 4.6 special program. Yay, welcome everyone. Und das Internet ist wieder am laggen. Okay, so I'm pretty sure that everyone would agree that the House of the Hearth isn't an ordinary orphanage. But just in case you needed any convincing, we've invited their voice actors to share some information with us today. Hey everyone, who cares? My name is Erin Abett. I'm the voice of Arlecchino, the father of the House of the Hearth. You might also recall that she's a Fatui Harbinger known as the Knave. I'm so thrilled to have been invited to the special program. Ne? Yeah, hi folks, I'm Damon Mills, the voice of Linny, and he's also a member of the House of the Hearth. Yes, he is. Yeah. And although he's not a member of the House of the Hearth, we've also brought the Harbinger of Laughter and Cheer, the one and only voice of Arataki Ito. What's up, it's me, Max Moomin! Everybody, what's going on? My bros, my guys, my dudes. Are you excited to be here? Vibes. All right, well, without any further delay, let's start introducing the new content from version 4.6. I've heard that travelers will be experiencing new content related to the House of the Hearth in the upcoming version. Okay, erstmal, Ito ist gefühlt in so vielen Events dabei. Ich glaube, das ist irgendwie auch einer der Lieblingscharakter von MiHoYo. Das ist crazy, wie viel die wirklich Ito in den Events und sowas haben. Ich glaube, Ito hat wahrscheinlich gefühlt alleine die meisten Voicelines gehabt, einfach nur, weil er in Events dabei ist. Okay, das wahrscheinlich nicht, aber gefühlt schon. Aaron, why don't you give us a rundown on what sort of organization the House of the Hearth is? Yes, it would be my pleasure. Bro. On the most recent intelligence reports, the House of the Hearth is a Fatui intelligence organization operated by the Knave. It takes in children who no longer have gone various responsibilities in an orphanage. Then that we have about... Oh my gosh, I'm ganz really... ehrlich, Alekhino's lore juckt mich nicht so. A lot of pressure right now. Her way of speaking was incredibly refined and polite coming from... ...for no reason, though... Oh. West locations being allocated to... Ah, hold up, das ist wichtig. Version 4.6. Now, I don't want to spoil anyone's gameplay experience by saying too much about her quest, okay? But I do hope that travelers will be able to appreciate Arlecchino's unique charm after they've experienced her entire story. Yeah. Version 4.6 will also introduce a new feature, the focused experience mode. Ooh. Now, if you use the feature while playing Arlecchino's story quest, then it will minimize the number of times that you'll be interrupted by characters or quest locations being allocated to other quests. Mm. So, hopefully this mode will help travelers have a better story experience, cool. You know? Nice. Oh, das ist gut. Das heißt, es kann jetzt nicht irgendwie so sein, dass das heißt, oh ja, du musst jetzt noch erst das und das machen. Hoffe ich. Ich hoffe, ey, wenn's das ist, dann wär's gut, weil es gibt ja häufiger mal so ein, sagen wir mal, Yelan is busy completing this quest. First do quest bliblablub. Und dann musst du irgendwie 5 unterschiedliche Quests noch erst machen, bis du es weitermachen kannst. Ich hoffe, die sagen dann einfach, es heißt, okay, wenn du diesen Modus aktivierst, dann wirst du nicht mehr von den anderen interrupted, dann spawnen die Charakter einfach, egal ob sie in Anführungszeichen busy oder nicht busy sind. Right. And in the future, this function will become available for more and also, das ist erst nur für Alekhino's Quest, das ist ja AS. Besides the story quest, I'm also looking forward to hearing the Knave's voiceover lines because Aaron's awesome. I'm going to be able to hear what she thinks about the other Harbingers too. Yes, I selfishly also think that will be cool. Yes. Next, let's take a look at Arlecchino's elegant yet deadly fighting style. Ooh. With intrigue. Staring into my eyes is the advice. Text. I promise you'll like what you see. Transfixed. Ja, das sieht halt crazy aus, was die actually macht. Oder? Holy shit, ihre Waffe sieht insane geil aus. Ja, okay, das ist ein bisschen zu schnell. Ja, Animation auf dem Boss ist auch geil.
I like how she glides. Yes. Yeah, she's very elegant. Like, that was a perfect descriptor. Like, elegant but deadly. Sie like, glides. Like a ballerina of death. Yes. Everything she does is so effortless. I know, right? Yes. All right, well, if we're going to talk about Arlecchino's combat abilities, then we're going to have to talk about the Bond of Life mechanic. You might have been a victim to it while you were... Bond of Life, ja, dieser Scheiß, der dir pleit ist von diesen scheiß Fatui Operators, wenn du gegen sie kämpfst. Die geben dir dann Blood auch noch oben drauf, also Bleeding. Oder wie was heißt, während du ein Bond of Life hast. Fighting Elite Fatui Operatives in Fontaine? Ja, dieser scheiß Fatui Operatives, ich hab's gesagt. Anyone still remember what a Bond of Life is? Are you gonna be teaching us about ja, negatives Healing. Und die fucking Operatives geben dir halt noch Bleeding, wenn du Bond of Life hast. Guys, you're too out. Die geben dir halt ein Bond of Life, das dir halt noch einen negativen Statuseffekt gleichzeitig gibt. Ja, jetzt sieht man die Sense, das sieht voll cool aus. Ich glaube, das war auch etwas, was schon voll viele Leute die ganze Zeit im Game haben wollten, so eine Sense endlich adden. Es kann doch nicht sein, dass mein Internet so scheiße ist, hallo? Microsoft Teams verbraucht unendlich viel. Ja, fick dich. Microsoft Teams war mal wieder komplett am Mucken, obwohl ich es nicht offen habe. Aber es leckt trotzdem. Ah, gut, okay. Ich dachte vielleicht, dass es, weil die CPU ausgelastet war. Ja, was ist mit meinem Internet los? Vor allem auch noch nur mit meinem Internet. Ich meine nur mit meinem Video. Ich meine, der Stream funktioniert ja. So, warum kann ich dieses Video nicht sehen? Hallo? Ach. 10:53. It has been millennia since the fall of Maria, and its history has long. Wait, I think I remember. It's the red portion of the HP bar. When you have a bond of life active. Warum funktioniert's jetzt? Oh mein Gott. It will absorb any healing that your character receives, so they can't regain HP until the bond of life value has been healed. Yeah. Yes. Right? Very good, student. When Arlecchino has a bond of life. Sie sieht aber aus, wie wenn sie voll viel AOE hätte. Greater than or equal to a certain. Also, Digga, die normal Attacks sehen schon normal charge and plunging attacks will be converted to pyro damage, which can't be overridden by other elemental infusions. And while she's in this state, her normal attacks will consume a portion of her current bond of life to deal more damage and reduce the remaining cooldown on her elemental skill. Whoa, wait. So you're saying that she'll deal more damage with her normal attack when her bond of life sets the Palmon modus. Life is higher? Put simply, yes. Whoa, wait a second. No, wait, I get it. Wait, so Arlecchino can give herself a bond of life, right? Yeah, I think so. I mean, otherwise she'd have to chase down enemies who can put a bond of life on her. Actually, that sounds kind of funny. das klingt nicht lustig. Das klingt einfach nur erst. Arlecchino's skill doesn't just damage enemies, it also applies a blood debt directive to any enemy that it hits, which will damage them periodically. And when she uses a charged attack or her elemental burst, she'll absorb nearby blood debt directives. This also allows her to obtain a bond. Das heißt, mit ihr willst du auch charge attacks machen. Got it. Life based on the number of directives that she has. Aber ihre charge attacks sehen insane aus. Ich glaube, das ist halt so eine, wo du stationär stehen bleibst und dann halt nicht so wie zum Beispiel Hutau so ein was auch immer nach vorne machst, so ein Dash nach vorne. Dort. So don't worry, Max. Oh, I was very concerned. I know you were. Okay. Digga. Hold on. She can't regain HP until her bond of life is removed, right? So, how does she stay in the fight? Well, after dishing out damage, Arlecchino's elemental burst will reset the cooldown of her elemental skill and heal her based on her attack and her current bond of life. Okay. Das heißt, du brauchst viel ER, damit du konstant Burst Uptime hast, falls du dein Heals brauchst. So, thanks to one of her talents, while Arlecchino. So, du kannst nicht healen. Du kannst nur mit deinem Elemental Burst healen. Das heißt, du brauchst Energy, um zu healen. Geil. Ich meine, es ist ja zum Beispiel mit Hutau, kennt man es vielleicht auch, wenn du ein Hutau-Team ohne Healer spielen würdest, kannst du sagen, ja gut, da kannst du auch nur healen, indem du einen Elemental Burst machst und dann healst du dich selbst. Du brauchst ja auch Energy Uptime für deine Hutau und normal willst du nicht bursten. Ja, der Unterschied ist aber, Hutau kann gehealt werden. Das heißt, du kannst auch einen Healer spielen und trotzdem kann Hutau gehealt werden. Aber Arlecchino kann das nicht, das ist irgendwie ein bisschen ass. Natürlich ist es gut für ihr Bond of Life, das heißt, du kannst zum Beispiel Bandit jetzt mit ihr spielen. Und sie wird nicht gehealt und kann ihr Bond of Life behalten, aber es ist halt trotzdem ein bisschen ass auch, dass sie insane squishy sein wird. Also Hutau ist ja schon manchmal richtig squishy. Ich denke mal, Arlecchino, wenn sie so ähnlich ist wie Hutau, vom Playstyle wird sie halt, und ich habe gewisse Quellen, die mir sagen, das ist so, dann ist sie halt natürlich wahrscheinlich bestens, würde sie am besten in ein Farina Yelan Team oder ähnliches reinpassen, weil du auch Normal Text, Charge Text machst und das Ganze proxt. Und Farina macht schon so oder so dein Team richtig squishy. Wenn du dann noch einen Charakter hast, der nicht geheilt werden kann. Ja, heilige Scheiße, das ist das schlimmste Team. Es sei denn, sie wäre HP Scaling, aber ich glaube, sie ist Attack Scaling, weil jeder Pyro Character ist Attack Scaling.
damage, but also cannot be affected by any healing effects other than the healing provided by her burst. Oh, so that seems like she's as ruthless to herself as she is to enemies. Das heißt, sie ist absolut gottlos zu spielen, eher. Like sie ist nicht nur ruthless to herself, sie ist ruthless to the player. She's kind of a savage. I mean, right. So Arlecchino even has a special kind of movement. Ich meine, sie wird wahrscheinlich so ein Charakter sein, die man so in Speedruns benutzt. So, sie ist halt insane stark, aber halt auch insane squishy. Das heißt, du wirst es in einem Speedrun benutzen. Ihr Damage Output wird wahrscheinlich komplett insane sein, höher als der von Hooter, denke ich. Und dann kannst du natürlich geile Speedruns machen, aber das heißt, dass für den Average Joe ist Arlecchino übelst scheiße zu spielen. Weil sie immer bis zu gottlos sterben wird. Vor allem jetzt auch mit den Gegnern, die erhöht Schaden machen, wie zum Beispiel gegen Coppelia. Ich würde niemals mit Arlecchino dann gegen Coppelia spielen. Das ist absolut Selbstmord. Kannst da tausendmal ausprobieren, dann du darfst kein einziges Mal getroffen werden, sonst bist du instant tot. Weil Coppelia zieht 8k pro Damage Tick ab und Arlecchino hat, wenn sie halt nicht healen kann, nicht viel, das sie dagegen tun kann. Das ist basically one oder two shot. Das ist komplett scheiße. Yeah, and for putting some serious pressure on them. Yeah. Es sei natürlich, der nächste Biss wird extra einfach nur wie immer eine Propaganda sein für den neuen Charakter. Also wenn eine Arlecchino-Propaganda kommt, dann könnte es natürlich auch okay sein, wird sie in dem Biss gut sein. Aber die Frage ist dann halt, wie gut ist sie wirklich in anderen Bissen? Ja, sie ist wahrscheinlich damage-wise optimaler Pyro-Charakter. Aber dann ist halt die Frage, generell für die Durchschnittsperson, ist es dann immer noch der optimale Charakter? Dann würde ich sagen, höchstwahrscheinlich nein, weil sie absolut erst zu spielen sein wird. Müsstest du halt wohl mit Zhongli spielen. Oh, it's about time to introduce the event wishes in version 4.6. You guys ready? Let's do it. So excited. Right. During the first phase of version 4.6, Arlecchino, the Knave, and Linny will both enjoy a drop rate boost. So sad. Yeah. The all-new 5-star polearm Crimson Moon Semblance will also become available. Was? Wo ist die Sense hin? Available. Also, the Wanderer and Baiju will return in the second. Ja, schade, ne? Die Waffe sieht trotzdem geil aus, aber irgendwie dieser Banner ist voll schade für mich, weil ich brauche Linny absolut nicht. Ja, Linny ist nicht schlecht. Ich will ihn aber nicht pullen. Ja, wobei ist actually gut auch teilweise. Ich brauche, das heißt, ich habe keinen Anlass, mein Primus auszugeben. Boost. The all-new 5-star polearm Crimson Moon Semblance will also become available. Also, the Wanderer and Baiju will return in the second. Ja, Wanderer Cons sind halt unnötig, aber ich will Dings haben. Ich will Faruzan Cons haben, 2 Stück. Das heißt, vielleicht werde ich auf Baiju tatsächlich pullen für so ein paar Tempuls. Das ist sowieso ja erst so in ungefähr, also ich hätte ja noch 8 Wochen bis dahin ungefähr. Noch 2 Wochen für diesen Banner fast und dann 6 Wochen für den Banner danach. Weil es der zweite Phase ist. Das heißt, ich habe, ja, okay, sagen wir mal 7 Wochen. Ich habe noch 7 Wochen Zeit. Ja, mal sehen. Oder halt mindestens 2,5 Wochen kann ich auf dem dann sparen und dann pullen. Hoffen, dass ich Faruzan Cons bekomme. Wenn ich einen Baiju bekomme, wäre es halt ein bisschen ass. Aber Faruzan Cons lohnt sich. Ich meine, hier müsste Faruzan sein. Wenn Faruzan nicht auf dem Wanderer Banner wäre, wäre es ass. Aber Faruzan ist halt vor kurzem erst gererunnt. Sie war irgendwie erst vor 3 Bannerphasen drauf. Deshalb wäre es halt auch ein bisschen. Das ist halt ein bisschen komisch, dann hätte sie einen Rerun innerhalb von 5 Bannerphasen oder 6 eher, so 5 Bannerphasen später. Ist ein bisschen komisch, aber es kann ja sein. Müsste eigentlich sein, wegen Wanderer halt eben. Und Baiju hat tatsächlich einen Rerun, viele Leute haben gesagt, hä, es kann doch gar nicht sein, dass er rerunnt, aber, weil er ist ja schon vor kurzem erst gererunnt, ich glaube erst während 4.2 oder so ein Scheiß. Er ist ja erst 3.6 rausgekommen, oder 3.7. Ne, 3.6, zweite Hälfte ist er rausgekommen. Warte, zweite Hälfte? Ich glaube schon. Stimmt, er ist zweite Hälfte rausgekommen. Obwohl er neuer Charakter war. Egal, 3.6 kam er raus, zweite Hälfte. Dann kam er 4.2 oder sowas, erster Rerun, zweiter Rerun, jetzt schon 4.6 wieder. Das ist ziemlich schnell. Also 4.2, meine ich, war sein erster Rerun, falls ich 4.6 gesagt habe. Ich glaube nicht, aber vielleicht. Also es ist eigentlich ein guter Skip hier. Wanderer brauche ich nicht. Linear habe ich schon auf dem anderen Account. Ist schon ziemlich stark. Ist on paper der beste Charakter im Game, DPS-wise. Aber es interessiert mich nicht so sehr. Baiju interessiert mich auch nicht wirklich. Baiju ist natürlich immer noch eigentlich nicht schlecht, manchmal besser als Nahida. Vor allem in Aggravate, wenn Nahida nicht so viel Damage macht, dann ist Baiju insane. Weil Baiju hat halt auch genug Damage Replication für Aggravate und er kann noch healen. Das heißt, du kannst Akaso ganz einfach als eine zweite Option spielen. Ja, als, ich meine, die vierte, als den vierten Slot spielen, wenn du schon 2 Electro Characters hast. Eigentlich ist Baiju, finde ich, voll gut. Das Problem, was ich dann halt sehe, ist. Ich habe den schon und der ist jetzt auch nicht so viel besser als Nahida in den Teams. Und ansonsten ist er in allen anderen Stots viel schlechter als Nahida. Oder deutlich schlechter, sagen wir es mal so.
Er ist sehr, sehr underrated. Ich finde, er ist auch sehr stark. Er reicht aus. Wenn man Bajor hat, braucht man keine Nahida, um ehrlich zu sein, finde ich. Aber ich will ihn jetzt auch nicht haben, wenn ich Nahida habe, weil er ist immer noch schlechter als Nahida. Simsy, jojo, was geht? Willkommen im Stream. Genau. Ich werde aber halt eben, wie gesagt, auf den Banner pullen, weil Bajor will ich noch mehr haben als ein Wanderer C1. Und dann bekomme ich vielleicht ein paar Faruzan-Kunst. Hoffentlich ist Faruzan C6, dann kann ich auch Wanderer endlich mal spielen. Ansonsten genau. Ich werde vielleicht versuchen, Arlecchino zu holen. Ich werde natürlich noch schon welche Forsters auf dem Arlecchino-Banner draufkommen. Je nachdem, wie gut die Forsters sind, werde ich halt mehr oder weniger Puls auf den Arlecchino-Banner raushauen. Ich würde schon gern Arlecchino bekommen, denke ich. Aber Finny-Banner sind nicht so special. Ja, sie sind auch nicht insane special. Linny ist halt der beste Charakter on paper, aber halt nur on paper. Leider ist er theoretisch nur so, was weiß ich, Top 5 von den DPSen. Was immer noch sehr, sehr stark ist, aber was ihn halt deutlich schlechter macht. Und vor allem, er hat noch andere Caveats, die man auch beachten muss. Baiju ist, finde ich, der zweitbeste Dendro-Charakter. Ja, Al-Haytham ist theoretisch besser, vor allem als DPS, aber Baiju ist halt ein Support. Und ja, Al-Haytham ist auch sehr, sehr stark. Aber ich finde, Baiju ist trotzdem vielleicht besser, einfach weil er basically Nahida 2 ist mit Heals. Weniger Dendro-Application, dafür Heals. Für die meisten Dendro-Teams reicht es auch schon, Baiju-Application zu haben. Wenn du ihn zum Beispiel in Hyperloom spielst, kannst du ihn on-fielden, hast du meistens auch genug Dendro-Application. Er macht nicht so viel Schaden, ja, aber dafür versteckt er andere Dendro-related Reactions. Also Aggravate auch unter anderem. Das ist halt eben so die Sache. Ja, genau, also wie gesagt, der erste Banner darauf wird ein bisschen gepult. Mal, je nachdem, welche Forsters drauf kommen. Wenn Bennett, Chevreuse drauf sind, dann werde ich halt insane hart drauf pullen. Dann werde ich doch nicht, werde ich mich doch ein bisschen zurückhalten beim Nivellet-Banner. Weiß man schon, wann Farina reinkommt, dann kommt sie safe nächste Version. Wenn sie diese Version nicht gekommen ist, das ist ganz komisch, dass sie überhaupt diese Version gar nicht gekommen ist. Aber sie kommt safe nächste Version, sage ich. Dann, also wenn sie diese nicht kommt, dann muss es nächste sein. Ist nicht confirmed, absolut nicht. Aber es muss, also es wäre ultra weird, wenn das nicht wäre. Genau. Also wie gesagt, auf der zweiten Bannerphase werde ich Mathematicals machen, auf der ersten Bannerphase werde ich safe noch ein paar machen, auf jeden Fall. Fragt sich halt bloß wie viele und dann auch je nachdem, wie viele ich auf der ersten Phase von dieser Version machen werde, werde ich auch noch in der Version 4.5, in der wir jetzt ja gerade sind, auch mehr oder weniger Puls machen. Halt so viele, wie ich hier machen kann. Okay, so Aaron und Damon, do you have any other news you'd like to share? Actually, I do. Und es laggt. Wie kann man als F2Ps Primus farmen, um sie zu pullen? Wen meinst du, um wen zu pullen? F2P kann ich dir ein paar Sachen sagen. Ich meine, erst ein Exploration gibt dir relativ viel. Die ganzen Stories durchspielen gibt dir viel. Farina. Ja, du hast noch Zeit. Wenn's erste Phase übernächste Version kommt, da hast du noch genug Zeit. Dass du so genug Zeit, ist crazy. Spiel halt alle Events, log dich daily ein für die Dailies, mach Abyss, mach Exploration, mach die Quests und das war's. Also deutlich mehr kriegst du dann auch nicht mehr. So, ja, du kriegst noch ein paar mehr Sachen, theoretisch schon, aber es ist halt nicht so incredibly viel. The new weekly boss. The new boss. Die sieht insane geil aus, dieser Boss. Der sieht so cool aus. Bist es unmöglich auf meinem Account, glaub mir. Okay, I guess. Aber bis Floor 10 zum Beispiel, da kriegst du, wenn du Floor 10 schaffst mit 9 Sternen, dann kriegst du schon die Hälfte der Primal Gems. Floor 11, da hast du 3 Viertel. Floor 12, ja gut, das sind dann halt 150 pro Abyss Reset, die du nicht bekommst. Und es ist nicht so schwer, Floor 11 zu 9 Starren. Ich hab's auch nach 2 Monaten schon hinbekommen. Also neuer Account und dann 2 Monate spielen und dann hatte ich's schon. Ich meine damit aber, okay, zugeben, den Account habe ich durchkalkuliert, aber wenn du dich jetzt halt ein bisschen vorbereitest, wird es auch nicht schwer, Floor 11 zu schaffen innerhalb von 1-2 Wochen. Wenn du schon zumindest Adventuring 40 bist, dann, also safe, kriegt man es rechtzeitig hin. Abyss Floor 11 zu schaffen, dann hast du schon 3/4 aller Puls von Spiral Abyss. Ja, du hast ein bisschen weniger, aber fuck it, ganz ehrlich. To her family members and to outsiders, but in special circumstances, she will reveal another side. That's right. Are you ready to see a new name? Yes, I'm ready. Sie hat einen Scythe, Digga, das ist ihre Waffe, das ist ein Scythe. Oder hat sie es nur während dem Bossfight? Nee, sie hat es auch während der Animation gehabt, das ist ja S. Das heißt, ihre Waffe verändert sich, wenn sie auf ihr ist, oder wie? Aber nur, wenn es auf ihr ist. Ist sie. Ihre Attack-Szene. Okay, warte, ich dachte gerade, das waren ihre normalen Attacks, nur das ist der Bossfight, was laber ich. Was ist das? Hold up.
Yo, achso, das waren zwei von ihr, also sozusagen zwei Abbilder von ihr. Ryan-Account, sie würde gut in mein Team passen, achso. Ryan-Account ist AR45 und Nahid-Account ist AR49, ja dann, wenn du, ich hab keine Ahnung, dann solltest du jetzt schon ein Biss schaffen können eigentlich, Floor 11. Oder sagen wir mal noch eine Woche fahren bei 45, sagen wir bis, ich sag ab 48, wenn du dann Floor 11 nicht schaffst, dann hast du es halt nicht optimal gespielt. I mean, du musst es nicht optimal spielen, wenn du nicht willst. Wenn du dich nicht so hart reingegrindet hast, aber ich habe glaube ich schon mit 46 Floor 11 geschafft, auf 9 Sterne, deshalb, ja. I mean, du musst halt wissen, was du machst natürlich, wenn du es nicht weißt, dann okay, dann vielleicht nicht, aber wenn du es halt weißt, was du machst, dann solltest du eigentlich relativ früh schon schaffen, ne, bis Floor 11 zumindest zu 9 Starren. Ihr Bossfight sieht halt crazy aus, der von Alekina. Ach so, sie applied das auch auf dich. Das sieht so aus ein bisschen wie das Ding von Child, wenn er dieses komische Ding da applied. Den komischen Effekt. Ey, ihr Bossfight sieht aber eigentlich voll geil aus. Also wirklich. Wow, not even Linny and Fremenay have seen this cipher before. So the Knave is accepting challengers now? Mm-hmm. Oh my gosh, she's so elegant, but also super duper dangerous. Yeah, ooh, it feels even more badass with twice the badassitude. Hey, it's not so simple to see the Knave's other side. She'll appear normally at first, as if she were giving you an ordinary training lesson, waiting to counter your attacks. Yeah, what the fuck? Was ist das denn? She'll dodge all of our attacks like a phantom if we're out of her immediate range. Mm-hmm. Yeah, it feels like she's implying that we're all in the palm of her hand. I mean, you guys know what her personality's like. She doesn't want her children crying or running away from conflict. Instead, she hopes that they'll be able to take the initiative, even if their opponent. Das heißt, du kannst keinen normal Text auf sie machen, I see. Ist lustig. Hast du einen Discord-Server? Die Bilder von meinen Characters schicken, kannst mir da eventuell helfen, hab echt lang nicht gespielt und benötige etwas Hilfe. Ja, klar, kann ich machen. Invite people, copy. Dann, so. Hier, das ist mein Discord. The outside world will not show her children mercy, so neither can she afford to be too forgiving to them. Mm-hmm. If you do not repay the blood debt directive the Knave applies to you, all her attacks against you will be enhanced. But God, if you manage ass. To outheal the bond of life, the Knave will reward you for repaying this blood debt, and your charged attacks against her will be enhanced. Ah, okay. Bone wings on her back with like das heißt, das ist extra so. Das ist ein bisschen ein. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen ein leichtes Linny, wissen mal. Eine Linny-Propaganda. Oh my gosh, it's like she has total control of her prey while she watches them struggle and closes the distance. Aber ist auch gut für Hutau. Okay. Hutau-Teams mit Heals natürlich. Let's leave some space for everyone to experience the challenge for themselves. Wait, so I know that many travelers will be wondering about this. The Knave's boss form is tied to her story quest. Normally players would have to progress the story to a certain point in order to participate in the challenge. But now we have a quick challenge feature for weekly challenges. Ja, das haben wir schon seit langem. As long as travelers are seit adventuring 40 or higher, they'll be able to challenge so her directly by going to the adventure handbook, going to the domains tab, selecting Trounce domains and pressing quick challenge. Wow. Also, ja. Looks like players who are interested in them should stay tuned for more information. Neue Artefakt-Sets. Die sehen wieder so ähnlich aus. Immer wenn neue Artefakt-Sets rauskommen, kann ich nie sehen, was was ist. Okay, ja doch, man kann es schon sehen, aber okay. Egal, okay, ich mach das schnell auf dem Handy, da bin ich nicht zu Hause. Da ich nicht zu Hause bin, alles klar. Cool. Oh, you're finished. Okay, wait, how come your update was so short? It wasn't enough for me. Yeah, give us more. Okay, okay, I actually do have other news to share. Ooh. Yes, yes, yes. Was machen die Artefakte halt eher? Das interessiert mich. Das eine sieht aus wie ein Hydro-Damage-Bonus-Ding, das sieht aus wie ein Nemo-Damage-Ding. Aber das kann nicht sein, das muss ja irgendwas mit Alekino zu tun haben. Boah, das wird jetzt interessant, was ist es? In Version 4.6. Aber das obere muss Hydro sein, das hat ja auch was mit Fontaine wahrscheinlich zu tun. Das hier ist dann halt die Frage. Vielleicht gibt es hier sowas wie Normal Charge Attack Damage Bonus oder so. Oder keine Ahnung. Her city will be experiencing an unsolved mystery. Ooh. And for some reason, Sino's gotten mixed up in. Hey, how did you know about that? His picture is right there. Oh, all right. Oops. But, and Sino's friends are not just freeloaders. Ja, ist egal. Sino hat keinen Lat, Alter, schau ihn dir an. Okay, er hat einen, aber ganz, das ist nicht da, das ist nicht vorhanden. Okay, die Codes habe ich schon von Frosch bekommen, das heißt, die gebe ich erst später ein. Already told you the story of Arlecchino and the House of the Hearth. So, what? A new... Neue Area? Well, yeah, but yes, this is where I'm supposed to cool confidently off. Say. Totally, right? Is, yeah. Okay, now that you mentioned it, there's definitely more to this village than meets the eye, right? Yeah, I think we're focused on the wrong thing here. This is where the Kingdom of Vermuria's remains are laid at rest. So how big was such a glorious and prosperous nation, really? Mm. Well, now that you say that. Das sieht cool aus. Was ist das denn? So eine Wahl. I mean, this little town looks a whole lot bigger. Und eine Katze? Ja, this is where we'll meet a talking cat. With its guidance, we will be able to see the civilization that vanished thousands of years ago. Redende Katze, natürlich, sprechende Katze. Oh my god, that's amazing! Talking cat. As Aaron mentioned, at the beginning of the program, King Reem has composed a symphony, one with wondrous power that grants the wishes of the human souls. Dwelling within? Yes, I'm getting it, I'm getting it. I actually you're I so not getting it. Warum gibt's hier so viele Katzen, Digga? That's okay. I will... nee, es ist nur ein, das war die gleiche. So you'll just have to learn about the symphony by going on an adventure with this little cat. Aber das sieht cool aus, diese Unterwasserstelle. Das sieht aus, wieder aus so ein bisschen wie die heilige Zwiebel in Sumeru. Das heißt, ich nehme an, das ist wahrscheinlich so eine zweite Offering-Stelle. Anstelle von
Also es gibt ja, ich glaube, auch in Sumeru gab es jetzt auch schon zwei Offering-Stellen. Das gleiche gilt ja auch, glaube ich, so ähnlich für... Ich meine, in Liyue gibt's das. In Liyue hast du halt eben... Nee, hast du nicht. Warte, in Inazuma hast du halt eben den Sakura-Tree und du hast halt eben... theoretisch, sagen wir mal, von mir aus, das vom... Von Enkenemia. Enkenemia ist jetzt nicht wirklich etwas, wo du Offerings machen kannst, aber trotzdem, sagen wir mal, sowas ähnliches. In Sumeru hast du es viel eher ausgeprägt, da hast du halt eben die heilige Zwiebel und du hast theoretisch das von Sorush noch. Gibt es hier auch diesen einen heiligen Pond. Ich habe den noch gar nicht freigeschaltet. Das ist aber hier ist ja so ein kleiner See. Da kannst du diese komischen Teile einsammeln und auch wieder abgeben, wie mal wieder Collectibles halt eben, die du mit Sorush sammeln kannst. Genau, und und das ist wahrscheinlich genau das gleiche. Das ist wahrscheinlich sowas wie der heilige Pond oder was auch immer das ist. Mit Pond meine ich ja Teich. Der heilige Teich da. Das ist dann die heilige Koralle oder sowas, keine Ahnung. So you'll be able to obtain powers relating to the symphony, which will help you explore the lost realm of Remuria. Nein, 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 nein. Nein, warum? Was zur Hölle ist das? Was ist das? Das ist doch genau der gleiche... Oh mein Gott, stimmt, die Katze. Oh nein, die Katze ist genauso wie Sorush. Das ist genauso wie die Wüste. Das ist sogar genauso wie die gesamte Wüste. Die Katze ist so wie Sorush. Und dass du hier Experience bekommen musst mit diesem heiligen Buch. Oder magischen Buch, was auch immer. Das ist wahrscheinlich genau das gleiche wie dieses Inside-Scheiße da. Oder Clear Voyage, irgendeine Scheiße da. Von Wüste 1. Wir haben ja Wüste 1 und Wüste 2. Wüste 1 ist dieser Part hier, wo du irgendwas Clear Voyage oder sowas brauchst, oder was heißt. Heilige Scheiße. Damit du überhaupt den meisten Teil hier freischalten kannst. Clearance heißt es, glaube ich, nur nicht Clear Voyage. Clearance. Und Wüste 2 ist dieser Part mit Sorush und da hast du halt eben Sorush. Ich habe das Gefühl, das ist ein Mix daraus. Ich habe das Gefühl, das hier, die Katze ist so wie Sorush und dieser Scheiß ist so wie Clearance. Und ich habe so keinen Bock drauf, weil das ist übelst ekelhaft. Es nervt, die sagen, du kannst mehr erkunden, je mehr du das hier erhöhst. Das heißt, du kannst nicht alles erkunden, wenn du nicht schon die ganze World Quest gemacht hast. Und die World Quest ist wahrscheinlich wieder 10 Jahre lang und interessiert kein Schwein. Ich habe keinen Bock drauf. Oh mein Gott. You'll be able to pause the melody within the realm of this ancient civilization. You can also unseal time in places where it stopped. So these powers will let you interact with specific objects in the ruins. Yeah, that might be useful for solving puzzles during your adventure. Totally. Meanwhile, a forgotten statue sits in a recess of the faded castle, silently proclaiming the... Das ist halt der neue Boss. Simsy. Ist gejoint. Let's go. Warte, was? Ah, egal. And glory of a great civilization. It awaits a warrior who would dare challenge the majesty of the ancient ruler. Oh yeah, that's right. The statue of marble and brass will soon be coming as a boss. You can earn all sorts of materials if you manage to beat it in a challenge. I'm so hyped for it. Oh my gosh, yes. And Damon, you did such a great job. Great. Wait, quick question. How do we even get to such a remote little island? That is a great question. Travelers who have already completed the third act of the Archon Quest, Song of the Dragon and Freedom, will automatically unlock a teleport waypoint in the village of Petrichor. Hopefully this helps travelers with exploring the new area. I heard that this feature will return for many new areas in the future. Das Ditto wird gekillt, leider. Das ist schade. All right, that's all the information that we have about Fontaine for now. And now, outside of the region, dot, dot, dot. It seems like a new style of rock and roll is getting popular in Ina's... All right! Ja, nee. And of course, he participated in last year's Lantern Rite, right? Ja, ist es ein Main Event und du kriegst Goro? Oh mein Gott. Goro, du Huan. Das ist... Knine Warrior. Das ist einer der schlechtesten Charakter, die wir bekommen. Die könnten da sowas reinmachen wie Chevreuse oder so ein Kack. Und sie machen Goro rein. Er ist so ass, Digga. Dieser Forster, da hätte ich lieber eine Waffe oder irgendeinen anderen Scheiß. Das ist ja der größte Dogshit-Scam, den ich je gesehen habe. Goro wirst du bekommen. Holy shit, ihr Hurensöhne. Was ein unnötiger Kack. Goro. 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 Dieser fucking, diese fucking Furry, dieser Bastard, dieser Hund, dieser gottverdammte wortwörtliche Hund, wie hat er überhaupt in Asien überlebt? In fucking... Nee, 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 das ist gottlos. Ich hasse die Version jetzt schon. Ich hasse 4.6 jetzt schon, einfach nur, weil du Goro bekommst.
That's right, yeah. Both Hu Tao and Shin Yan perform there. That's right, and this time, it's an epic tour for the ages organized by none other than Ito and Dvorak. Oh my gosh, and even the concert name sounds really epic. Yeah, oh yeah, no, the way he says, iridescent Arataki rocking for life tour to force of awesomeness, like countless other creatures to unleash the wind horn. Ooh. So if you enjoy playing music... Wow. Das ist, okay, das ist actually Bassschlüssel und das ist... Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ach so, nee, nevermind, es passt. Das ist wahrscheinlich C, D, E, F, G, A, H. Das ist halt wahrscheinlich das tiefere C, D, E, F, G, A, H. Sieht komisch aus, finde ich hier. Egal, Bassschlüsse und Violinschlüsse in Anführungszeichen. Das stimmt immer noch nicht, aber fair enough. Reicht. Ich würde dir zuerst meinen Raiden-Account schicken, da es mein Main-Account ist. Wo soll ich das reinschicken? Kannst du in General, kannst du in Artefakte reinschicken? Ich würde eher in Artefakte reinschicken. Aber ja, ist egal. Weil ich dachte jetzt, in General ist halt so, ich weiß nicht, was General ist. General war der erste Chat, der einfach so entstanden ist, der immer geedit wird. Deshalb dachte ich so, ich mache noch einen extra Channel für Artefakte, dass man sozusagen darüber reden kann. Ist aber auch am Ende des Tages egal. In real life, or especially if you enjoy playing music in the game, be sure to check it out. I'm looking forward to seeing more amazing performances from all the great musicians out there. Oh yeah, well, since you're so excited about it and the festival, why don't you help launch the Arataki Rockin' for Life practice getting Trawl. Rhythm games, all the stages still come together. Yeah, the rhythm games, yeah, really are. The second task crazy. Is called Trillion Trinket Trawl. Jack, spruce it up with his list of items. It's a piece of cake, right? Yeah. And lastly, we have a meeting of melodies. Can't have a party without... Ding! That is super exciting. Yeah. Yes, that's the point! Music gets you pumped! And after we rock out the pure music, this is a music event. Und, ah, okay. Yeah, sure. Awesomeness, Inazuma, over in Race. Name implies that the game has undergone some mechanics changes, yeah? Yeah. Captured for the first time, they'll be exiled to the... Oh, das sieht sehr ähnlich aus wie das Event von 1.0. Well, the new name implies that the game has undergone some mechanics changes, yeah? Yeah, you're correct. That's very intuitive. Okay, you're playing hide and seek as rebels and hunters. Bro, nee. What the fuck? Nee. Das ist fucking... wie ist nochmal? Das ist 1:1 dieses Spiel, das ab 18 ist, bloß ohne Blut. Wie heißt es nochmal? Dead by Daylight, das ist doch einfach nur Dead by Daylight, what the fuck? Just like before, but there are a few new rules. Yeah, when rebels are captured for the first time. Das ist Dead by Daylight, what the fuck? They'll be exiled to the surveillance zone for a short period of time. Now, they will be automatically freed after their time out, but also their friends can try to help them escape the zone. Okay, es ist Dead by Daylight mit leichteren Regeln. Early. But if you get sent to jail twice, you're permanently deleted from the game. Nee, never mind, das ist Dead by Daylight. Bei Dead by Daylight ist es bloß, wenn du dreimal aufgehangen hast, stirbst du und nicht zweimal. Oh, that does sound tense and thrilling. And that's not all. Oh, es klingt wie Dead by Daylight. Ah, und du kannst dich verstecken. We'll have six signaling devices, which will prevent nearby rebels from disguising or concealing themselves. The rebels' goal is to repair these devices while also avoiding capture. Once they repair four devices, they win the match. Oh, and rebels can work together to repair... Okay, bei Dead by Daylight musst du halt noch abhauen, aber Digga, das ist 1:1,01 Dead by Daylight. Egal. Ist in General alles klar. Ich schaue auf jeden Fall noch diesen Stream. Or they can simply eliminate their opponents. If you team up with friends, then watching these games should be a blast. She gets it. But the next part is even more thrilling. When rebels are fixing a signaling device, the device being repaired will enter the high-speed signaling state. What does it mean? It means it'll give off a light visible by every player in the area. In fact, the device will even be marked on the minimap. Ooh, okay. So that means that repairing the devices will expose your location. Oh my gosh. It's these sort of unexpected risks that can be the most nerve-wracking. Mm-hmm. This can be super interesting to play. Yeah. Oh, absolutely. And in another event, travelers will receive a rather strange commission. What do you mean, rather strange? What I mean is, there's a chef who's famous for using unusual ingredients, and he wants to make friends with a pyro regisvine. Huh? Oh, yeah. Not just a pyro regisvine, he also wants to befriend a primo geovision. And the millennial pearl seahorse. Huh? Toughen himself. That he came back from that one? Listen, Bayman. Sorian companions. That makes sense. Mm-hmm. Kind of. Wait. Das klingt nach einem Event, wo du einfach nur unendlich lang Story skippen musst. That he came back from that one? Listen, Bayman. If you want to know the details, go check out the event from the version. Challenge. You can adjust the difficulty and your negotiation strategies. If you've got the guts, then you can take on fearless difficulty. Oh, also talk to Ranji to adjust the number of negotiations and long-term strategies are available. You can trigger active strategies at will. This? However, your opponent's HP and level will change depending on the number of strategies. Are you familiar with our next event, Vibro Crystal? Nicht nochmal. Wobei, es ist okay. Es gab schlimmere Events. Das ist okay. Applications. Ooh, it seems like the event involves connecting different vibro crystals. Schon das zum dritten Mal, dass das Event kommt, oder? So impressed by how set up vibro crystal harmonics plans for each of your teams. This ja, ist schon das dritte Mal safe. We combine transmitter crystals and receiver crystals. Oder ist es zum zweiten Mal? Ich glaube, also auf einmal gab es zu 100% während 2.6. Während 2.6 kam das Chasm raus und das war während 2.6. Ich weiß nicht, ob sie eventuell nochmal dran kam. Ich bin mir recht sicher, dass es nochmal dran kam. Oder ich glaube, ich meine, dass es nochmal danach dran kam. Aber es kam auf jeden Fall während 2.6 einmal dran. Wenn ich nachdenke, 2.6 war vor 2 Jahren. Heilige Scheiße, als ob es schon so lange her ist. Aber es ist das Event, das ja während dem Chasm rauskam eben. Wie gesagt, 2.6.
transmitter crystal decides the trigger condition, while the receiver crystal determines the buff that your team gets as a result. By connecting them in different combinations, you can create varying harmonic effects. You can get even more combat bonuses if you accumulate enough harmonic points. Each challenge will have different trial characters, so you can choose the harmonic buff that works best for your team setup. Be sure to maximize. I mean, this event is good, zumindest besser als das letzte Combat Event von dieser Version. You want to exchange them for rewards. Nice. So don't miss out, duelists. And there's going to be an overflowing mastery event, so you can more easily train up the characters. Yeah, I mean, telemets and so whatever. I need the extra boosty boost. Oh my gosh, thank you so much, Max. You just did an Yes, you agree? Yes, I agree. Und das letzte ist nur noch Musik, ne? Next up, we're presenting some information about improvements for different in-game systems. Ah, nee, das ist gut. First, we have some updates for the Serenity Teapot, such as the quick obtain feature. Instead of having to navigate a bunch of menus, you can use this feature to put all missing furnishings into a queue, where you can use one click to purchase any missing components and then craft your design. I mean, it's cool, ooh, aber that so does actually sound very convenient. So convenient, so convenient. The avatar system will also be updated, so you'll be able to use more portraits of your familiar. Das ist cool. Das sieht cool aus. Du kannst jetzt mehr als nur deine Charakter benutzen. Jetzt sieht man nicht mehr immer nur so einen blank in die Kamera starrenden Charaktere. Sondern du kannst halt auch echt anderen Scheiß reinpacken. Friends, as your profile display. Oh, that mask is Hanachiru Sato, isn't it? Mm-hmm. Oh, and there's Arama, and the Thunder... Warte, Bird, and Rue, and more. It's amazing. So many more. I'm sure lots of travelers like them. Treasure compasses have also been updated. Its markers will be displayed on both the large map and the mini map. The compasses will also include information about... Das ist cool. Das ist gut. Die Treasure Compasses waren früher viel schwerer zu benutzen. In so Monster ging es in Liyue auch, aber mir ist jetzt aufgefallen, vor allem seit Sumeru, also in Inazuma ging es vielleicht auch noch, aber seit Sumeru, mit diesen unendlich Layers, ist es übelst ass. Das heißt, das ist ein gutes Update für Treasure Compasses. Map layers. Aber ich benutze sie sowieso nicht. Sweet. Way more intuitive. Mm-hmm. It's time to eradicate all the maps with 99% exploration progress. Ich habe 100 auf jedem. In Fontaine zumindest. Patience. Now that we've gone over some updates to the game systems, it's time to talk about some Genshin Impact soundtrack news. Eternus. Cantus Eternus. Eternus ist doch das Geometry-Dash-Level da. Was Top 1 wäre mit Abstand, wenn es jetzt verified werden würde, aber keiner schafft es. Nicht mal Dings. Zoink kann annähernd konsistent werden, was crazy ist. Frame-Perfect-Counter. Frame Perfect. Das sieht ehrenlos aus. Ja, egal. Interessant. Cantus Eternus. That's right. Genshin Impact's third Fontaine OST, Cantus Eternus, will debut during version 4.6. Was wie heißt es? Created by the Holomix team. Impact's third Fontaine OST, Cantus Eternus, will debut. Eternus, okay. Aber Eternus, was heißt es überhaupt? Das heißt bestimmt irgendwas. Solitude Eternus. Eternus mit E. Was laber ich? Ewig? Auf ewig, unvergänglich, okay. I guess. During version 4.6. Sozusagen, das Level ist unvergänglich, der erste, die Nummer 1. Trust. This album features original music created by the Holomix team for the new region of Fontaine and related content. Ooh, yay! Music is my favorite! Oh no, y'all! It looks like there's nothing left for us to propose that y'all would like to share with all the travelers. Can't wait for everyone. Okay. Das war das Event dann, also mehr gibt's nicht. Ja, nicht das Event, sondern das. Ja, doch, Special Livestream Broadcast, wie auch immer. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, ich werde jetzt natürlich noch die drei Codes eingeben, die mir natürlich auch Frosch so nett geschickt hat. Moment. Nummer 1 für 100 Primus. Nummer 2 für 100 Primus. Moment. Ich muss noch kurz was machen. Und Nummer 3 auch für Primus. Here we go. 300 Primus ist natürlich nice. Und ja. Let's go. I mean, 4.6. Würde ich mal nachdenken. Wie ist 4.6? Erstmal, hallo. Und wie findest du es? Update, Jingle Bing, Yomo Millie, was geht? Willkommen im Stream. 4.6, I mean. Das Main Event vom Gameplay her sieht okay, aber nicht gut aus. Ich finde die Rewards ass, weil das Einzige, was variiert, ist immer nur der Forster. Der Rest ist ja immer gleich. Primus, Mora und so weiter sind ja immer gleich. Und was dort variiert, ist ja nur der Forster. Und ich finde den Forster komplett Dogshit. Nennt sich Goru. Er ist wortwörtlich ein Hund. Dann die 5 Stars, I mean, Baiju ist ziemlich gut, würde ich sagen, also ist wirklich sehr gut. Ich würde Wanderer nicht nehmen, ich würde aber auf dem Banner halt den Pull bewegen. Ich will Goru, ja, fick dich. Nix Goru. Ich finde das eher,
eher lame. Ich mag alle Kino nicht so. Okay, I guess. Ich will auf alle Kino pullen, aber die Frage ist halt, wie viel. Ich würde sie gerne mitnehmen, aber das ist nur so ein, ja, es ist fein, aber es ist kein Muss. Weder mag ich ihren Charakter besonders sehr, noch klingt ihr Playstyle richtig geil. Deshalb gibt es keinen Anlass wirklich für mich, sie zu pullen, und Meta-Perspektive muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Sie ist halt ein DPS am Ende des Tages, also ist nicht so schlimm, wenn ich die skippe. Und ja. Ansonsten halt. Die Banner sind halt interessant. Baijus finde ich der beste Charakter schon fast auf dem Banner. Alekin ist vielleicht besser auch einfach, weil sie so insane stark ist. Aber Baiju würde ich ansonsten sagen, ist der beste. Dini ist natürlich auch sehr stark. Keine Ahnung. Wobei eigentlich die Banner sind alle ziemlich stark, aber. Ich meine, abgesehen von Wandru sind alle Charaktere stark. Ich meine, Wandru ist auch nicht schlecht, wenn du vor Resonance C6 hast, aber davor ist er halt ziemlich Dogshit. Davor ist jetzt nicht so der Wahre. Genau. Ja, sie ist auch nicht komplett broken. Ich meine, von dem, was ich gehört habe, ist Alekino actually DPS-wise wahrscheinlich eine der komplett besten, besser als Hu Tao. Und Hu Tao, wissen wir, ist derzeit so ungefähr in den Top 2, Top 3 der besten DPS für Onfield. So allgemein. Was, ja, Alekino auch insane gut machen würde. Wahrscheinlich so ungefähr gleich gut wie Nuvelette her. Von dem her, aber sie ist, wäre halt genau das Gegenteil von Comfy to Play, deshalb. Ja, ja. Ja, aber du brauchst ihre Konstellation. Auch ohne, glaube ich, ist sie schon sehr stark, aber fuck it. Ist eigentlich auch egal. Ich würde sie trotzdem gerne mitnehmen, wenn es geht. Wenn nicht, dann halt nicht. Es kommt jetzt halt auch vor allem auf die Force-Stuffs drauf an. Die Version, die Events ansonsten sehen okay aus. Das Event, nicht Event, sondern die neue Region. I mean, sieht okay aus. Sieht relativ nice aus. Sag's halt, ich kann es nicht erkunden, weil ich da fürs Abi lernen muss. Vielleicht nach dem schriftlichen Abi kann ich da ein bisschen lernen. Ja. Ja, ansonsten kann ich nicht sehr viel sagen. Ich meine, hoffentlich wird's gut. Die Region ansonsten, aber es, also die Region sieht auch nice aus. Es gibt auch mehr Offering Systems. Man kann auch endlich Fountain of Lucine maxen, was auch sehr, sehr viel macht erstmal. Genau, ansonsten, aber das ist halt nicht so die hypedeste Version. Das ist aber cool. Ich würde sagen, das Größte, das Wichtigste von der nächsten Version sind natürlich neben den Rewards, wie immer, die du halt für Charakter sparen kannst, die mehr magst, ist wahrscheinlich die neue Ditto-Region, die dann ausgefüllt wird. Das wäre halt, das ist wahrscheinlich das, wo ich für ich am meisten gehypt bin, weil da kann man Fountain of Lucine, wie gesagt, einfach maxen. Genau. Aber dann würde ich einfach sagen, mache ich auch gleich weiter mit dem Event, mit dem Cutscene-Event, weil es ja ab heute freigeschaltet.